Danke auch Herr Feil für Ihre Glückwünsche, für Ihren Blick auf das Thema Europa und seine Grenzen. Wir nähern uns jetzt allmählich dem Ende, aber nach all den Rückblicken, die bis jetzt waren und die natürlich sein dürfen und auch sein sollen, muss es auch noch einen Ausblick geben. Muss es noch einen Ausblick geben? Und diesen Ausblick, den Blick nach vorne auf das Morgen von ProAsyl und der Arbeit, die ProAsyl leistet, wirft jetzt der Geschäftsführer Günter Burkhardt. Bitte, Günter. Das ist nach so vielen tollen, engagierten Reden, wahnsinnig vielen Impulsen, mit viel innerem Engagement schwierig, einen Ausblick zu geben. Ausblick heißt für mich aber auch, noch einmal zu gucken, was ist unsere Stärke, was hält uns hier zusammen? Und das ist dieses Netzwerk. Das Netzwerk von einzelnen Personen, von Flüchtlingen, von Flüchtlingsräten, von Kirchen, Verbänden, Initiativen, Gewerkschaften, UNHCR, auch ganz vielen engagierten Menschen der Politik, teilweise lange Weggefährten von uns, von Journalistinnen und Journalisten. Das macht, glaube ich, die Stärke von uns aus. Und weil dieses Netzwerk funktioniert, sind wir gemessen an unseren Möglichkeiten relativ erfolgreich. Hier einen Ausblick zu geben, heißt aber auch noch einmal Danke zu sagen. Als Geschäftsführer sage ich diesmal zunächst an eine Geschäftsstelle, die Unmögliches möglich macht. Etwa so Veranstaltungen so kurzfristig so zu organisieren und zu verlegen. Ich sage das an einen ehrenamtlich tätigen Vorstand, wo es oft viel Ehre ist, noch mehr Arbeit, manchmal ein bisschen Ärger. Es ist toll, wie ihr als Vorstandsmitglieder arbeitet. Wir haben als Organisation das Glück, begabter Redner zu verfügen, Herbert Leuninger, Herr Heiko Kaufmann, viele andere und einen strategisch denkenden Vorsitzenden. Das sind Gleise gelegt worden, wo ich als ein etwas jüngerer, viel jüngerer, das guckt mich eine ganz kritisch an, ja, Viktor, du hast uns viele Texte korrigiert und zurückgefaxt, die noch fax die Mode war, was das korrekte Deutsch betraf, aber Anekdoten spare ich mir auf. Ja, also das ist die Stärke von ProAsyl. Und einen kleinen Nebensatz, ganz viele Grüße von meinem Freund Wolfgang Krenz, der heute bei der MSD-Vorstandssitzung ist. Ich glaube, der war unser erster Schatzmeister. Wir waren ganz am Anfang dabei. Also dieses Netzwerk funktioniert und dieses Netzwerk wird weiterarbeiten. Wir sind gestartet als eine deutsche Organisation, die das Grundgesetz verteidigt. Und die Bundesregierung wollte Europa. Heute, das war für uns ein Lernprozess, wollen wir Europa, wir wollen die Menschenrechte in Europa halten. Und die Bundesregierung verkehrt die Rolle rückwärts und sagt, wir wollen eine nationale Politik machen. Das ist die Situation, die hat sich verändert. Und jetzt noch einige Worte auch zu unseren Freunden und Freunden aus der Politik. Das war ja schon zu hören, dass es da manchmal etwas geknirscht hat. Da gehört es auch dazu, dass man offenlegt, Claudia, wir kennen uns seit 1985, da warst du Teil der Asylbewegung, bevor du Parteivorsitzende wurdest. Mit Rüdiger haben wir uns gefetzt über die Frage, wie weit könnt ihr gehen in einer schwarz-roten Koalition. Und Hermann Schaus hat das Glück, dass seine Partei noch nicht die Bundesregierung stellte. Wir haben unsere Freunde nicht geschont. Das muss man hier klar sagen. Und wir erwarten was von euch. Wir erwarten was von diesen Parteien, wenn ihr jetzt in den Ländern regiert. Wir wollen jetzt über die Länder Änderungen sehen. Handeln könnt, dann muss was passieren. Zu einem Rückblick gehören auch einige Worte zu Peter Altmaier, der jetzt nicht da sein konnte und dem wir einen Kontakt über 20 Jahre haben, ein Weggefährt. Er hat in der Union gekämpft gegen die Hetze, gegen Asylsuchende in den 90er Jahren, wo wir in Frankfurt Wahlkampf geschädigt sind und manches auch noch zu spüren ist. Er hat sich eingesetzt für eine Bleiberechtsregelung und die Bretter gebohrt. Und er war es auch, der uns als Staatssekretär, das verkünden wir nicht groß öffentlich, auch Türen geöffnet hat. Und manche Einzelfälle konnten wir und können wir auch durch solche Kontakte zum Bundesamt geräuschlos lösen. Wobei wir wissen, das sind manchmal enorm politische Fragen, die da zu lösen sind. Trotzdem danke auch an das Bundesamt, wenn wir in manchen Sachen sagen, hey Leute, bitte guckt nochmal hin.
Das brauchen wir und es ist toll, dass es diese Zugänge gibt. Auch mit Lena Altmaier sind wir im Streit, etwa beim Ausbau von Frontex, wenn es um die Grundfragen geht. Auch da haben wir uns gestritten und werden uns weiter streiten als eine politisch streitbare Organisation. Das kann ich Ihnen hier versprechen. Und die Aufforderung der Justizministerin, als treuer Staatsbürger, der immer tut, was die Regierung will, seien Sie unbequem, die haben wir uns gestern nicht entgehen lassen. Damit meine ich konkret die Frage, wie sieht es an Europas Grenzen aus? Nein, ich gehe noch einen Schritt zurück. Das hat der Herr Brandl und Claudia Roth und andere toll dargelegt, was läuft auf dem Mittelmeer ab. Was uns umtreibt, ist die Frage, was ist denn auf der anderen Seite des Meeres? Was sollen wir denn tun mit einer Organisation namens Frontex, die so konstruiert ist, dass wir weder als Landtagsabgeordnete, als Bundestagsabgeordnete, als Bundesregierung oder Europaparlament sie effektiv kontrollieren können? Wie geht man damit um, dass jetzt im September eine neue Verordnung kommt, wo diese Organisation Verbindungsbeamte entsenden kann? Es ist unschön, wenn die Menschen auf dem Meer saufen. Man will verhindern, dass sie das Meer überhaupt erreichen. Und deswegen heißen die Verbindungsbeamte, machen technische Unterstützung im Senegal, in der Türkei, überall da will man hin. Und das ist das Problem, vor dem wir stehen, dass das so unter der Hand geschieht und die deutsche Öffentlichkeit denkt, das betrifft uns doch nicht. Uns ärgert auch, wenn mit dem Finger nach Griechenland gezeigt wird. Wir haben die Recherche mit griechischen Freunden durchgeführt und immer gesagt, die Verantwortung liegt auch hier im Zentrum Europas. Das ist nicht allein. Wir sind bis dann gegen die Wand gelaufen mit der Forderung, dann holt wenigstens die Kinder von der Straße von Athen und holt die Unbegleiteten hierher. Da hatten wir keine Chance. Und im Moment, auch da liegen wir im Weg. Warten wir seit dieser Sternstunde im Januar auf die Umsetzung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Deutschland. Es darf nicht sein, dass Gerichte, Behörden nicht stoppen können. Das ist nicht einzusehen, dass nur Belgien verurteilt wird, weil es keinen effektiven Rechtsschutz gibt und die Bundesregierung sagt, das betrifft doch uns nicht. Wir erwarten hier etwas und da erwarten wir von euch, Mensch, konsequente Opposition, aber auch von einer Justizministerin einen Koalitionskrach an dieser Frage. Es muss hier in Deutschland die Gesetze so geändert werden, dass Rechtsschutz wieder effektiv möglich ist. Das Herzstück eines Asylverfahrens ist eine faire Anhörung. Auch da haben wir über die 25 Jahre gekämpft. Da ist auch manches besser geworden. Aber wir haben hier im Moment eine neue Dimension. Wir wollen nicht, dass per Video angehört wird. Jeder Mensch, der mal eine Kamera als Politiker geguckt hat oder von einer Organisation wie wir weiß, da bist du erstmal unsicher, da hältst du erstmal zurück. Und ich muss die Glaubwürdigkeit spüren von einem Menschen. Dann kann ich beurteilen, stimmt das, was der mir erzählt? Und es geht nicht, wenn die Anhörung in Friedland ist und der Entscheider sitzt in Nürnberg. Und wir sind auch dagegen, weil wir auf keinen Fall wollen, dass der Anhörer in Deutschland sitzt und der Flüchtling vielleicht in einem griechischen Haftlager. Das sind die Möglichkeiten der Zukunft, das sind die Pferdefüße eines europäischen Asylrechts, wofür wir, Klammer auf, sind, nachdem wir in Deutschland verloren haben. Und deswegen lehnen wir solche Methoden ab. Wir wollen, dass die Glaubwürdigkeit im direkten Kontakt geklärt wird und es den Menschen zuhört. Ich halte die Zeit für erscheinen. Die Menschen müssen in Deutschland wie Menschen behandelt werden, deswegen muss auch das Arbeitsministerium sich ändern und die Tätigkeiten nicht verschleppen. Und wir brauchen keine Bleiberechtsregelung, wo 12-Jährige zu jung sind, 25-Jährige zu alt und einer mit 1050 Euro zu arm für ein Bleiberecht. Das muss auf die Karte kommen. Deswegen werden wir weiter unbequem sein. Und wir werden euch von der Politik ärgern, treten, wissen wir. Wir werden eintreten für die Menschenrechte, kompromisslos. Wir machen keine faulen Kompromisse. Für die Flüchtlinge, für die Menschenrechte, pro Asyl. Danke.